dass wenn man sich vorstellt, unsere Milchstraße ist nur eine von 100 Milliarden Galaxien. Wir haben die Verteilung dieser Galaxien in unserem ganzen Universum gemessen. Also wie mein Kollege, der Astrophysiker David Schlegel, es einmal formuliert hat, der erkenne nun die Größe des Universums besser als die seines Hauses. Wow, das ist krass. Ich kann mir das Universum überhaupt nicht vorstellen. Natürlich, wir skalieren das runter, wir machen uns Modelle, wir nehmen Hilfestellungen dafür, damit wir das besser in unsere Erfahrungswelt anpassen können. Alles klar. Dann hole ich mal das Universum zu mir nach Hause. Angenommen, der Kaffeebecher. Hier ist die Sonne. Dann ist der Tisch. Der Polarstern, die ganze Schrankwand. Und die Orange Sirius. Okay, cool. Na dann jetzt mal mit den richtigen Abständen, oder? Delta Eridani zur Sonne. Hä, war so weit weg? Es passen noch nicht mal 2 Sterne in mein Haus. Naja, aber vielleicht das Sonnensystem. Vom Kaffeesonnenbecher ist Merkur etwa 4 Meter entfernt im Flur und hat eher Sandkornformat. Dann 3,5 Meter weiter ist die Venus und ist immerhin so groß wie eine kleine Stiftmine. Und nochmal 3 Meter weiter, etwas größer, aber immer noch kein Millimeter, ist die Erde. Eine kleine Schnecke. Mit Lichtgeschwindigkeit wäre sie in 4 Stunden beim Neptun. Na, ich hoffe mal, ich brauche nicht ganz so lange. Dieses Verstehen machen wir im Rahmen von Modellen. Aber trotzdem sind wir immer noch Menschen und versuchen das natürlich auch irgendwo mit unserer Alltagsumgebung irgendwie in Einklang zu bringen. Und da ist es durchaus zulässig, dass man sich dann diese Entfernungen, dass man das herunterskaliert, um sich Größenordnungen klarzumachen, dass man auch einfach schon mal nur alleine in unserem Sonnensystem vielleicht versucht, was heißt das eigentlich, wenn die Sonne jetzt nicht dieser riesige Leuchtball am Himmel ist, um dann vielleicht zu verstehen, wie leer es eigentlich in unserem Universum ist, wenn man dann schon die Entfernung nur zum nächsten Stern nimmt, 4 Lichtjahre. 4 Lichtjahre? Das wären in meinem Fall 3000 Kilometer nach Kairo. Das ist krass. Okay, ein bisschen mehr Verständnis habe ich jetzt ja schon. Hey, Paul! Warte mal!